Hallo Leute von heute. Heute stelle ich euch mal meine Lego Star Wars Microfighter Sammlung vor. Und ihr könnt jetzt schon mal einen kleinen, groben Überblick drüber sehen. Und ja, ich werde sie euch einzeln vorstellen, so ein bisschen reviewen. Aber jetzt nicht so ausführlich drauf eingehen. Weil zu zwei Stück habe ich nämlich schon Reviews gemacht. Und zwar zum Millennium Falcon Microfighter, wo dann Chewbacca mit dabei ist aus dem Jahr 2017. Und dann nochmal den Resistance Y-Wing Microfighter. Also zu den zwei Microfighters habe ich auch schon ein Review gemacht. Zu den anderen wird auf jeden Fall nochmal ein, ja, ich glaube, wobei ich glaube nicht, dass ich dazu nochmal ein Review machen werde, wenn ich jetzt nochmal etwas deutlicher drauf eingehen werde. Und ja, ihr könnt sehen, es sind jetzt nicht so viele. Ich habe mich nie spezifisch damit befasst, Microfighter zu sammeln. Aber ja, ich finde, es sind doch einige. Und als erstes haben wir dann auch hier den Snowspeeder Microfighter. Ich finde, es ist ein recht cooler Microfighter, weil ich mag generell Snowspeeder. Auch die Szene, der Kampf um Hoth aus Episode 5 finde ich auch sehr cool. Und ja, das ist zwar, ja, ich finde diesen kleinen Snowspeeder für Microfighter relativ massiv. Hier ein paar Platten übereinander gebaut und so. Die sind schon gut. Es sind auf jeden Fall bei den meisten Microfightern, wenn nicht sogar bei jenen, immer gut 100 Teile dabei. Und ja, der große Microfighter hat ja auch, ich glaube, 300 Teile oder so. Deswegen finde ich den ganz cool. Dann nochmal einen Piloten mit dabei, der sehr cool aussieht. Die Kanonen an den Seiten gefallen mir auch nochmal sehr gut. Und ja, das Cockpit, das stört mich ja immer bei den Microfightern. Das ist halt eben offen. Aber ich finde, hier sieht es eigentlich noch halbwegs in Ordnung aus. Und ja, das war auch mein erster Microfighter. Ein sehr solider Microfighter, meiner Meinung nach. Als nächstes haben wir dann den First Order Snowspeeder Microfighter. Und da wird sich vielleicht der ein oder andere denken, ja, wo, das kommt nicht im Film vor, das Gefährt und so. Und ja, das ist, kam in den Deleted Scenes vor. Und ja, was kann man dazu sagen? Es gibt auch ein großes Set davon, deswegen auch ein Microfighter. Es ist wirklich hier relativ, unten sind echt viele Steine aufeinander gesetzt, also relativ massiv gebaut. Ist jetzt nicht so eher länglich, sondern ja, hoch und länglich. Und ja, ich finde ihn ein bisschen klobig von Design her für so einen Snowspeeder von der ersten Ordnung. Aber was cool ist, hier ist ein First Order Snowtrooper mit dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Der sieht auch extrem cool aus. Leider hat er hier einen schwarzen Kopf, aber ja, man hat ja eh den Helm drüber. Deswegen sehr cool mit dem Helm. Gefällt mir sehr gut und auch die Bedruckung ist relativ detailreich von hinten. Dann sieht die Minifigur dann nochmal so aus. Ja, jetzt nicht mal so detailreich bedruckt, aber insgesamt immer noch eine extrem coole Minifigur, meiner Meinung nach. Aber ja, dazu muss ich sagen, ist ein Sith Troopers Battle Pack, da gibt es ja auch so eine Art Snowspeeder. Ich hole den mal kurz. Und ja, da muss ich ganz ehrlich zugeben, das Design vom Sith Trooper, ja, ich sag jetzt auch mal, dass das ein Snowspeeder ist. Für mich ist das zumindest einer, wir wissen jetzt nicht die genaue Bezeichnung. Und ja, den finde ich generell einfach mal schöner Design. Und der ist jetzt nicht so klobig und der bietet auch mehr Platz für Minifiguren. Deswegen finde ich ihn besser. Als nächstes haben wir dann den AAT. Auch ein sehr cooler Microfighter. Ich glaube, der ist basierend auf dem Set aus dem Jahr 2015, also Schlacht auf Naboo, von Naboo. Und ja, das Set hat 30 Euro gekostet, das kostet jetzt 10. Ich finde, der Droide, ja, ist relativ gut geschützt. Klar, da ist jetzt keine Luke darüber, aber für Microfighter ist das doch dann echt gut dargestellt, auch mit der Kanone hier, die sich um 360 Grad drehen lässt und dann nochmal nach oben und nach unten verstellen lässt, was ich sehr cool finde. Hier vorne dann auch nochmal sehr schön gestaltet. Und ja, es hat einfach die Form von einem AAT und das erkennt man und das finde ich auch wirklich wichtig bei den Microfightern, ja. Und ja, das tut man eigentlich bei jedem Microfighter, aber bei dem erkennt man das besonders. Und der sieht echt cool aus. Bei denen kann ich mir auch vorstellen, den Mock mit einzubauen, bei den anderen eher weniger. Und was mega cool ist, wir haben hier einen normalen B1-Kampfdruiden mit dabei. Auf jeden Fall richtig krass mit einem Blaster. Einfach nur super.
Als nächstes haben wir dann hier den Millennium Falcon Microfighter mit Chewbacca mit dabei. Und ja, man kann sehen, der ist orientiert an Episode 7. Und zwar ist hier die rechteckige Solarschüssel mit dabei und nicht die runde. Und ja, der Microfighter, ja, der muss ich sagen, gefällt mir persönlich nicht so gut, weil guckt euch Chewbacca an, wie der da drinne sitzt. Das finde ich echt nicht so cool. Wenn man den jetzt rausnimmt, dann sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus. Aber ja, mit Chewbacca dann hier drinnen. Ja, Chewbacca ist einfach viel zu hoch. Und dann im Vergleich zum hier Millennium Falcon Microfighter zur Proportion. Klar, er kostet nur 10 Euro. Das kostet jeder Microfighter. Aber ja, ich finde, das sieht trotzdem nicht so schön aus. Was ich aber cool finde. Ja, ich weiß nicht warum, aber die Stud-Shooter, die sind relativ cool. Dann kann man auch schön mit rumballern. Und ah, ich finde, die stören jetzt auch nicht so sehr vom Design her. Hier ist noch ein Droidenkopf angebracht, auch nochmal sehr cool. Und ja, bei den Microfighter ist es auch so, man kann mit denen schön über den Boden gleiten. Das ist aber bei jedem so. Und als nächstes haben wir dann hier den First Order TIE Fighter Microfighter mit dabei. Und ja, an sich, die Flügel sind ein bisschen zu klein, meiner Meinung nach. Und ja, ansonsten eigentlich ganz cool. Außer, dass der Pilot halt eben wieder so rausguckt. Aber das ist halt eben bei den Microfightern so. Da muss man sich halt eben dran gewöhnen. Und ja, der sieht auch cool aus. Die Flügel, ja, wie schon gesagt, die sind etwas zu klein und auch etwas zu dick verbaut, meiner Meinung nach. Also zu nah am Cockpit sogar. Ja. Ansonsten sehr cool. Hier ein bedrucktes Teil. Das ist ja ganz cool. Und hier sind eigentlich auch noch Schnappshooter dabei, aber die habe ich jetzt mal ausgebaut. Wobei sie eigentlich gar nicht so schlecht aussehen. Hier hinten dann nochmal der Antrieb. Auch nochmal sehr schön mit dem rot-transparenten Teil gemacht. Auf jeden Fall, ja, ganz solide, muss man sagen. Und ja, ich glaube, es ist auch eine günstige Alternative, um an First Order Teilpiloten ranzukommen. Ich erinnere mich jetzt nicht an ein Set, was so günstig war, wo man nochmal an so einen rankommen konnte. Kann sein, dass es den in Star Wars Prospekten oder Magazin gab, aber ich glaube eher weniger. Auf jeden Fall eine coole Minifigur, meiner Meinung nach auch dann wieder Schlauch hier zum Torso geht, vom Helm zum Torso, sehr cool gemacht. Und ja, jetzt hier der letzte Microfighter, der Resistance Y-Wing Microfighter. Dazu habe ich auch schon ein Review gemacht. Link in der Videobeschreibung. Und ja, der ist eigentlich richtig cool, meiner Meinung nach. Richtig schön gestaltet, auch hier sehr lang, wie halt eben auch ein Y-Wing ist. Dann hier sehr schön gestaltet. Gefällt mir mega gut, die Seiten. Die Schnappshooter, ja, die passen auch halbwegs. Sorry, Bliss. Sonst kommt man eigentlich nur einen normalen Y-Wing-Fighter an sie ran. Und das ist eine günstige Alternative, um an sie ranzukommen. Auf jeden Fall ein sehr cooler Microfighter. Der ist jetzt ja auch 2020 erschienen, basierend auf The Rise of Skywalker. Und da muss ich sagen, bis jetzt sind echt, ja, ich glaube, das sind noch die einzigen Microfighter zur Sommerwelle. Kommen keine Microfighter raus. Da haben wir ja auch schon ein paar Gerüchte gehört, was für Sets rauskommen. Und ja, jetzt aber wieder zurück zu dem, was ich sagen wollte. Und zwar sind bis jetzt echt gute Microfighters nur rausgekommen. Zum Beispiel jetzt auch noch der Kylo Ren's Shuttle Microfighter. Und ja, auch noch der andere mit den T-16 Skyhopper und Banta, wenn ich mich nicht irre, Microfighter. Auch nochmal sehr cool. Und ja. Sorry, Bliss, dann auch hier. Ich zeige sie nochmal kurz. Mega schön gestaltet. Gefällt mir sehr gut, der Helm auch. Nur halt eben, dass da drunter wieder so ein schwarzes Gesicht ist. Das gefällt mir nicht so gut. Da hätte man das Gesicht auch drunter legen können. Ja, er ist jetzt auch 2020 rausgekommen, bestimmt. Hat da schon jeder The Rise of Skywalker gesehen. Bei einem 70-Euro-Set, das ist die identische Minifigur im Übrigen. Da ist der Kopf auch schwarz, da konnte ich das aber auch noch verstehen, weil damals noch nicht The Rise of Skywalker draußen war, wo die Sets schon erhältlich waren und sie wollten halt eben nicht spoilern, wer Sorry Bliss sein könnte. Und ja, jetzt hätte man aber ruhig ihr Gesicht mit reinpacken können, meiner Meinung nach. So, das war's jetzt aber schon vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.